أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen Ehrlichkeit الصدق und الصدق gehört zu den Bedingungen des Glaubensbekenntnisses. Das heißt, nur wenn diese Bedingungen vorhanden sind, ist das Glaubensbekenntnis auch gültig. Wer kennt die Bedingungen des Glaubensbekenntnisses? Ja? Dass es nur Allah gibt? Okay. Ja? Bitte? Die Liebe? Die Wahrhaftigkeit? Wie viele Bedingungen sind? Sieben, beziehungsweise acht. Sieben Bedingungen von La ilaha illallah. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidqun ma'a mahabbatin, wa anqiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha al kufranu minka bima, siwa al ilahu min al ashya'i qad uliha. Also ilmun, يقين إخلاص صدق محبة also das 5 jetzt محبة انقياد القبول und man hat noch das 8 hinzugefügt und zwar الكفر بالطاغوت also die falschen Götter zu leugnen. Also العلم das Wissen, du musst wissen, was لا إله إلا الله bedeutet. Du musst jetzt nicht alle Details der Religion kennen, aber du musst wissen, Allah ist einer und nur ihn darfst du anbeten. Du darfst keine Götzen anbeten. Das ist so das Minimum. Zusätzlich natürlich, dass es die sechs Säulen des Iman gibt und so weiter. Aber jetzt geht es um das Glaubensbekenntnis an sich. Ja, La ilaha illallah bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah. Was heißt das? Du darfst niemanden anbeten außer Allah. Ilmun yaqin, die Gewissheit. Du darfst natürlich nicht daran zweifeln, ob es einen Gott gibt oder nicht. Oder ob er es verdient hat, angebetet zu werden oder nicht. Oder ob man andere falsche Götter anbeten darf oder nicht. Daran darfst du nicht zweifeln. Ilmun, yaqinun, ikhlas, Aufrichtigkeit. Du musst das Glaubensbekenntnis aufsagen, nur für Allah, nicht für jemand anderen. Es gibt zum Beispiel einige, die sagen das Glaubensbekenntnis auf, damit sie eine muslimische Frau heiraten. Der will gar nicht den Islam, aber der weiß, in diesem Land darf eine muslimische Frau keinen Nicht-Muslim heiraten. Dann geht er zum Mufti und sagt, La ilaha illallah, aber er meint es nicht ernst. Gut, wir nehmen das Äußerliche an. Sobald er gesagt hat, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, nehmen wir das an. Wir können ja nicht sein Herz überprüfen. Müssen wir auch nicht, sollen wir auch nicht, können wir sowieso nicht. Ja, aber er, für ihn, zwischen ihm und Allah, Allah weiß, warum er La ilaha illallah gesagt hat. Ja. Auf jeden Fall, also die Aufrichtigkeit, Ilm und Yaqin und Ikhlas und Wasidqun, die Wahrhaftigkeit, über die wir jetzt reden werden. Dann die Liebe, du musst natürlich das Glaubensbekenntnis lieben und Allah lieben und alle Folgen des Glaubensbekenntnisses lieben. Inqiyad, wenn du es aufgesagt hast, aufrichtig und nicht daran zweifelst und du liebst Allah Azza wa Jalla und bist wahrhaftig, dann musst du auch dich unterwerfen. Al-Inqiyad. Dann die Akzeptanz. Es gibt Leute, die unterwerfen sich einigen Geboten, aber sie akzeptieren sie nicht. Das bringt auch nicht viel. Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der betet, akzeptiert es aber nicht. Oder er nimmt nicht die Zinsen, akzeptiert aber dieses Gebot nicht. Du sollst es und du sollst es umsetzen mit Akzeptanz. Wo waren wir stehen geblieben? Mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Das waren die sieben. Und dann haben einige Gelehrte noch eine achte Bedingung erwähnt. Warum haben es die anderen nicht gemacht? Weil sie gesagt haben, das gehört doch zum Ikhlas. Also wenn du sagst, ich bin aufrichtig, dann heißt es, du machst es nicht für jemand anderen. Ja, also ist dieser achte Punkt schon im Punkt Ikhlas mit inbegriffen. Welcher achte Punkt? Dass du alle anderen Götter, also die falschen Götter, ablehnst. Ja, dass du die Götzen oder andere Formen der Vielgötterei ablehnst.
Und die anderen sagen, das ist im Ikhlas schon enthalten. Wir reden also über As-Sidq, also die Wahrhaftigkeit. Ibn al-Qayyim sagt, das ist die größte Station. Und ich hatte schon erwähnt, Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnt ja öfter, das ist die wichtigste Station, das ist die größte. Das ist kein Widerspruch, sondern also es gehört zu den Größten. Es gibt viele sehr, 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 sehr wichtige Taten der Herzen und das ist eine der wichtigsten Taten der Herzen. Er sagt, aus dieser Station entspringen sämtliche Stationen der Schreitenden. Das bedeutet, As-Sidq ist die Grundlage. Wenn du nicht wahrhaftig bist, ist ja alles andere nur fake, würde man sagen. Ja, also alles andere wäre ja nicht ernsthaft, wenn du nicht wahrhaftig bist. Weil das Gegenteil von Wahrhaftigkeit ist was? Ja? Bitte? Ja, das ist Heuchelei, allgemeiner vielleicht. Was ist Heuchelei am Ende? Die Unwahrhaftigkeit, das ist ja klar. Ja? Also die Lüge also. Wenn jemand nicht wahrhaft ist, ist er unwahrhaftig, also er lügt. Er meint es nicht ernst. Er tut nur so, es ist Heuchelei, natürlich. Ja? Also das ist eine Form der Unwahrhaftigkeit. Er sagt weiter, und das ist der geradeste Weg, welcher, wenn er nicht beschritten wird, nicht zum Ziel führen wird. Also, mit anderen Worten, also das ist der gerade Weg, As-Sirat al-Mustaqim. Und durch diesen Weg trennen sich die Heuchler von den Gläubigen. Also das ist der springende Punkt, bei dem unterschieden wird, das ist ein Heuchler, das ist ein wahrhaftiger Gläubiger, was man natürlich nicht äußerlich erkennen kann. Es gibt Anhaltspunkte natürlich, es gibt Anhaltspunkte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Zeichen eines Heuchlers sind vier, wenn er spricht, lügt er und so weiter. Das heißt, es gibt Anzeichen, es muss aber natürlich nicht sein, wenn ein Muslim gelogen hat, dass er unbedingt ein Heuchler ist im Sinne von, er glaubt gar nicht an Allah und den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sondern gemeint mit diesem Hadith ist, das sind Charaktereigenschaften von Heuchlern. Also das ist al-Nifaq al-Amali, die praktische Heuchelei, im Gegensatz zu al-Nifaq al-I'tiqadi, also die Heuchelei im Glauben. Ja? Es gibt unterschiedliche Wortlaute. Ja, also manchmal vier. Das vierte ist, wenn er streitet, wird er vulgär. Ja, oder, genau. Ja, das ist noch das. Und die anderen waren ja, wenn er spricht, lügt er. Wenn er etwas anvertraut bekommt, veruntreut er es. Und wenn er verspricht, hält er es nicht ein. Und das vierte wenn er diskutiert, streitet, dann wird er unverschämt, ja, wird er vulgär. Dann sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, also das unterscheidet, As-Sidq unterscheidet von den Paradiesbewohnern und den Höllenbewohnern und es ist der Geist der Taten. Wir im Deutschen würden jetzt sagen, das ist Knochenmark der Taten, ja, die Essenz. Wie gesagt, das ist die Basis. Wenn diese fehlt, dann hat ja alles andere keinen Sinn. Wird es nicht mehr akzeptiert von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, und Allah forderte die Gläubigen auf, wahrhaftig zu sein oder mit den Wahrhaftigen zu sein. Allah azza wa jalla sagt, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. O ihr Gläubigen, glaubt und O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Also seid Teil der Wahrhaftigen. Also seid ihr auch wahrhaftig. Also ihr sollt zur Gruppe der Wahrhaftigen gehören. Und Allah teilte die Menschen in Wahrhaftige und Heuchler. Allah Azza wa Jalla sagt, لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدِقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Sodass Allah
den Wahrhaftigen aufgrund ihrer Wahrhaftigkeit vergelten wird, also belohnen wird, und die Heuchler bestrafen wird, wenn er will, also wenn Allah will, oder sie bereuen lässt. Also der Heuchler, entweder er bleibt so und stirbt als Heuchler, dann wird er bestraft, oder er wird vor seinem Tod nochmal zurückkehren zu Allah und bereuen, dann vergibt ihm Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Ibn al-Qayyim, und der Glaube basiert auf die Wahrhaftigkeit und die Heuchelei basiert auf Lüge. So vereint sich nicht Lüge mit Glaube, sondern das eine widerspricht dem anderen. Allah Azza wa Jal sagt, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Und diejenigen, die mit der Wahrheit gekommen sind und diese auch glauben, das sind die Gottesfürchtigen. Also wer an Al-Quran und an die Religion und an Allah und so weiter, an diese Glaubenslehre glaubt, der, Yawm al-Qiyamah, wenn wer mit diesem Glaube ankommt und auch daran geglaubt hat, der gehört zu den Gottesfürchtigen. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Sie werden erlangen bei ihrem Herrn, was sie mögen, ja, was sie wünschen. Das ist der Lohn der Gutestuenden oder der Gütigen. الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ, sagt Allah Azza wa Jal, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ, und der mit der Wahrhaftigkeit gekommen ist, also zu Allah gekommen ist, angekommen ist bei Allah, sagt Ibn al-Qayyim, das ist derjenige, der in seinen Zuständen wahrhaftig ist. Wer wird also mit der Wahrhaftigkeit ankommen, Yawm al-Qiyamah? Dessen Zustände im Diesseits wahrhaftig sind. Also in seiner Rede, in seiner Handlung und in seinem Situation, in seinem Verhalten. Also. Das heißt, Wahrhaftigkeit hat diese drei Bereiche. الصدق في الأقوال, Wahrhaftigkeit in der Rede, sagt Ibn al-Qayyim, bedeutet, dass die Zunge wahrhaftig ist, also dass sie auf Wahrhaftigkeit basiert, nicht auf Lügen. Das heißt, du redest Wahres. Die Wahrhaftigkeit der Taten bedeutet, dass deine Tat auf die Gebote Allahs basiert und der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann sind deine Taten wahrhaftig. Also wenn du eben das tust, was Allah von dir verlangt, und zwar so, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgelebt hat, dann bist du wahrhaftig in deiner Handlung. Und die Wahrhaftigkeit im Zustand oder im Verhalten bedeutet, dass das Herz, also die Gefühlsebene, dass das Herz und dein Körper auf Aufrichtigkeit basiert. Also dass du wahrhaftig bist, bedeutet, du bist aufrichtig. Dann erwähnt Ibn al-Qayyim ein Beispiel, und zwar Abu Bakr. Abu Bakr wird ja As-Siddiq genannt. Warum? Wer weiß, warum er so betitelt wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja? Genau, also eine Sache, wie der Bruder sagt, erstens, er hat sofort den Glauben angenommen, ohne Überdenkungszeit. Ja? Er musste nicht überlegen. Ja? Aber es gab noch eine andere Sache, warum er denn Siddiq genannt wurde. Ja? Weil er sein Reichtum ausgegeben hat? Okay, ja? Genau. Und zwar, als Rasul alayhi salatu wassalam die Himmelsreise angetreten ist. Beziehungsweise nicht die Himmelsreise, die Nachtreise. Also Al-Isra von Mekka nach Al-Quds. Und dann natürlich die Himmelsreise. Ja, und dann ist er zurück
Am nächsten Morgen sagte er, Rasul alayhi salatu wasalam, sagte den Mekkanern, dass er die Nachtreise angetreten ist, letzten Abend. Also von Mekka nach Al-Quds. Und einige, die damals Muslime waren, sind vom Islam ausgetreten. Die haben ihm das nicht geglaubt. Und das, diese Sorte haben wir auch heute noch. Ja? Diese liberalen Islam und so, die nehmen ihren Verstand, ihren begrenzten Verstand, um den Islam, um zu erklären, was im Islam logisch ist und was nicht logisch ist. Nach ihrem begrenzten Verstand. Ja, einige denken, den Verstand zu benutzen, bedeutet, den eigenen Verstand als Maßstab für richtig und falsch zu benutzen. Der Verstand ist dazu da, aufzunehmen. Er ist nicht, also die Gebote Allahs und die Lehren aus Koran und Sunna aufzunehmen, er ist nicht dazu da, um zu überprüfen, ob Allah recht hat oder nicht. Aber diejenigen, die den Verstand falsch verstanden haben und falsch benutzen, sie benutzen den Verstand nicht nur, um aufzunehmen, zu lernen, diesen Lernprozess, nee, sondern sie denken, der Verstand ist fähig zu überprüfen, ob Allah recht hat oder nicht. Oder ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam recht hat oder nicht. Und deswegen leider, auch bei Sekten, ist das Problem, dass sie den Verstand vor der Offenbarung oder über die Offenbarung legen. Das ist ein Thema, das war in der Aqida, also in der Geschichte der Aqida schon immer ein Problem. Ja, viele Sekten nehmen ihren Verstand und legen ihn über der Offenbarung. Und das ist ein Problem, weil welchen Verstand sollen wir jetzt benutzen? Deinen oder meinen oder seinen? Unser Verstand ist unterschiedlich und ist begrenzt. Und wir haben es hier mit jemandem zu tun, also Allah Azza wa Jal, der nicht eingeschränkt ist innerhalb der Gesetzmäßigkeiten der Dunya. Weil er ja der Schöpfer dieser Gesetzmäßigkeiten ist. Und deswegen, du darfst so nicht Allah, prüfen nach den Gesetzmäßigkeiten der Dunya. Bei dir gibt es Zeit, bei dir gibt es sämtliche physikalische Gesetzmäßigkeiten, die gelten ja bei Allah nicht. Und Allah kann sie auch für Menschen ausschalten, diese Gesetzmäßigkeit. Und deswegen, wenn ein Mensch sagt, nein, ich verstehe die Religion nach unseren weltlichen Gesetzen, ja, dann kannst du einiges nicht verstehen. Wie zum Beispiel Al-Isra und Al-Mi'raj. Und deswegen gibt es Sekten, die leugnen das. Die sagen, Al-Isra kann man so nicht nachvollziehen, es ist nicht möglich. Früher gab es ja keine Raketen oder Flugzeuge. Also muss es eine Reise gewesen sein im Traum. Es war eine Reise der Seele, nicht des Körpers. Aber eine Reise der Seele, wo liegt denn dann bitte schön das Wunder? Wo ist, also wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt gestern geträumt, ich habe 5-mal die Erde umrundet. Wo ist jetzt das Wunder? Der andere kann träumen, er hat die Erde 10-mal umrundet. Und jetzt? Und die Mekkaner haben ja, wäre es nur ein Traum gewesen, hätten die Mekkaner kein Mittel, sich lustig zu machen. Wer macht sich denn lustig, wenn du jetzt sagst, ich habe geträumt, ich habe die Erde 10-mal umrundet? Macht sich dann jemand lustig, sagt, oh Allah, schöner Traum, ja, ist schön, ja, hat Spaß gemacht. Aber wenn du das ernst meinst, ich war wirklich 10-mal um die Erde, du sagst, bist du verrückt? Und zweitens, dann wäre auch das kein Grund gewesen, dass einige, die den Islam angenommen haben, vom Islam abgefallen wären, wenn das nur ein Traum wäre. Und dann hätten sie auch, die Mekkaner, dann wären sie auch nicht zu Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu gegangen und hätten ihm nicht das vorgehalten. Guck mal, was dein Freund sagt. Wenn das nur ein Traum wäre, okay, es war ein Traum. Aber die sind zu Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu gegangen und haben gesagt, hast du gehört, was dein Freund gesagt hat? Er hat gesagt, was hat er denn gesagt? Dann sagten sie, er behauptet, er war gestern in Quds und ist zurückgekommen.
Dann hat Abu Bakr radiallahu anhu gesagt, hat er das gesagt? Dann sagten sie ja. Dann hat er gesagt, dann ist es so. Ich glaube ihm sogar viel mehr, dass er eben die Offenbarung bekommt vom Himmel. Und aufgrund dessen hat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ihn As-Siddiq genannt. Und zwar unter anderem, als er auf dem Jabal Uhud war und er bebte. Und dann sagte er, bleib stehen, ja? Auf dir ist ein Prophet, ein Wahrhaftiger und zwei Märtyrer. Wer war das? Prophet ist ja klar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja? Abu Bakr as-Siddiq, der Wahrhaftige und? Zwei Märtyrer. Nein. Umar und Uthman, radiyallahu anhu. Zwei Märtyrer. Und sie wurden ja getötet. Umar wurde getötet, radiyallahu anhu. Und Uthman, radiyallahu anhu, wurde auch getötet. Die waren dabei. Auf jeden Fall, das ist also die Geschichte, warum Abu Bakr, radiyallahu anhu, As-Siddiq genannt wurde. Im Koran werden mehrere Begriffe des Sidq erwähnt. Und zwar Mudkhala Sidqin wa Mukhraja Sidqin Qadama Sidqin Maq'ada Sidqin. Das sind die fünf Formen der Wahrhaftigkeit, die im oder Bereiche der Wahrhaftigkeit, die im Koran erwähnt wird. Nochmal, Mudkhala Sidqin, ein aufrichtiger Eingang, ein aufrichtiger Ausgang, Mukhraja Sidqin, Lisanu Sidqin, eine aufrichtige Sprache, Qadama Sidqin, eine aufrichtige Haltung, und Maq'ada Sidqin, eine aufrichtige Stätte. Das sind die Formen der Aufrichtigkeit, die Allah Azza wa Jal im Koran erwähnt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Und sagt, mein Herr, lass mich in einen wahrhaftigen Eingang eintreten und lass mich durch einen wahrhaftigen Ausgang austreten und verleihe mir von dir aus einen schützende oder stützende Macht. Also gebe mir Schutz, verleihe mir Schutz. Das war Mudkhala Sidqin wa Mukhraja Sidqin. Eingang und Ausgang. Wahrhaftiger Eingang und Ausgang. Dann haben wir Lisana Sidq. Allah Azza wa Jal sagt, وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Also eine, wie hatte ich vorhin gesagt, Lisana Sidq? Eine wahrhaftige Sprache, Rede, ja. Also, und gebe mir diese Sprache, die wahrhaftige Rede, Sprache, was könnte man noch sagen? Bitte? Ja gut, Lisan ist, es ist dann mit der Zunge natürlich. Ja? Aber Lisan ist eine dann Rede, ja? Und einen Ruf, ja? Einen Ruf, einen wahrhaftigen Ruf bei den Nachkommenden, also in den nächsten Generationen. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Und verleihe den Gläubigen die frohe Botschaft, dass sie eine aufrichtige Haltung bei Allah erhalten. Und Allah sagt, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Die Gläubigen werden im Paradies Bäche bekommen, also Flüsse bekommen, in einer Stätte der Wahrhaftigkeit bei einem mächtigen König, also im Paradies. Ibn al-Qayyim erläutert nun diese fünf Formen des Sidq. Er sagt erst einmal die Wirklichkeit des Sidq, die Essenz. Was ist Sidq? Ist die Standhaftigkeit in der Wahrheit, also dass die Wahrheit bleibend ist. Und die stetige Verbindung mit Allah. Dass du deine Verbindung mit Allah nicht kappst. Durch was? Durch Lüge, durch Heuchelei also. Du meinst es jeden Tag ernst. Ja, möge Allah uns davor bewahren, dass wir denken, nee, ich will kein Muslim sein. Möge Allah uns davor bewahren. Das ist ja nicht der Fall. Gut, man sündigt und so weiter, das ist normal, auch wenn es nicht erlaubt ist, aber es ist normal, dass Menschen sündigen. Aber trotzdem, selbst wenn wir sündigen, wir lieben ja Allah immer noch. Wir glauben an Allah immer noch. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir sündigen, dass wir denken, nee, es gibt keinen Gott mehr oder so. Möge Allah uns davor bewahren. Also, dass die Verbindung zu Allah immer aufrecht erhalten bleibt. Mudkhal al-Sidq wa mukhraj al-Sidq, also der wahrhaftige Eingang und Ausgang, bedeutet, dass du in deinem Leben, egal was du tust und unterlässt, also Eingang bedeutet, wenn du etwas tust, Ausgang, wenn du etwas fertig getan hast, also Beginn und Ende, das bedeutet Mudkhal, also Eingang, und Mukhraj, also Ausgang. Wahrhaftiger Eingang und Ausgang, wahrhaftiger Beginn und Ende, ja, könnte man auch übersetzen, bedeutet was? Ja Rabbi, lass mich in allen Situationen, ob ich was beginne oder ob ich was beende, lass es für dich sein. Lass mich wahrhaftig bleiben, aufrichtig bleiben. Also im Gegenteil zum Ausgang und Eingang oder Beginn und Ende, was lügerisch ist, Betrug ist, dass du es nicht ernst meinst, ob du jetzt betest, ob du fastest, ob du irgendwas tust. Das bedeutet, ja Rabbi, lass mich permanent aufrichtig sein. Das ist die Wahrhaftigkeit, wie es Allah Azza wa Jalla hier erwähnt. Einige sagten, weil diese Ayah wurde offenbart, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist. Mudkhal al-Sidqin, also lass mein Eintritt in Medina aufrichtig sein. Also ja Rabbi, lass mich auswandern für dich. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innama al-a'malu binniyat, die Taten sind entsprechend der Absicht. Und jeder bekommt, was er beabsichtigt hat. Derjenige, dessen Hijra für Allah und seinen Gesandten ist, dessen Auswanderung ist tatsächlich auch für Allah und seinen Gesandten. Und wenn er die Hijra für Allah und seinen Gesandten hat, und wer aber auswandert, um etwas Weltliches zu erlangen oder eine Frau zu heiraten, der hat eben diese Absicht. Also in diesem Hadith erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Auswanderung von Mekka nach Medina unterschiedliche Absichten haben können. Der eine geht nach Medina für Allah, also wegen seiner Religion. Er möchte dorthin, damit er seine Religion lebt. Der andere, der hat ein anderes Ziel, der will Geld verdienen. Dort ist es besser, oder er möchte heiraten. Es ist natürlich nicht verboten, dass du in eine andere Stadt gehst, um zu arbeiten, oder dass du in eine andere Stadt gehst, um zu heiraten. Aber den Lohn der Hijra bekommst du dann nicht. Es ist ein Unterschied, ob du in eine andere Stadt gehst, weil es dort mehr Moscheen gibt zum Beispiel.
Du wanderst aus von einer Stadt zur anderen. Warum? Weil du dein Islam besser leben kannst. Oder sogar in ein anderes Land, weil du dein Islam besser leben kannst. Du machst das deswegen. Oder du wanderst aus wegen einem Job. Ist nicht haram, aber du bekommst natürlich nicht den Lohn für die Auswanderung. Du bist ja wegen dem Job ausgewandert. Darfst du, aber du kannst nicht erwarten, dass du den Lohn einer Hijra für Allah erhältst. Also der Unterschied ist zwischen dem Eingang und Ausgang, der auf Wahrhaftigkeit beruht, und dem Eingang und Ausgang, der auf Lüge beruht, deine Absicht. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ist ausgewandert aus Mekka. Das war sein Ausgang. Mukhraja Sidr. Er ist raus für Allah und ist rein in Medina für Allah. Im Gegensatz zu den Mekkanern, wie Ibn al-Qayyim erwähnt, und zwar sagt er, wie zum Beispiel an Badr, zur Schlacht von Badr. Da ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam rausgegangen für Allah. Er hat Medina verlassen für Allah und ist zu Badr gegangen, ist eingetreten in Badr für Allah. Die Mekkaner sind rausgegangen aus Mekka, nicht für Allah, und sind angekommen in Badr, nicht für Allah. Also ist deren Mukhraj-Ausgang und Mudchal-Eingang ein Mukhraj und Mudchala Kadhib. Also ein unwahrhaftiger Ausgang und ein unwahrhaftiger Eingang. Und das müssen wir nun auf unser Leben projizieren. Wenn du irgendwo hingehst, machst du es für Allah oder machst du es wegen der Dunya? Auch wenn es nicht um eine Sünde geht, bei einer Sünde ist ja klar, dass es haram ist, aber auch wenn es nicht um eine Sünde geht, der Muslim sollte immer sein Beginn und sein Ende, sein Ausgang, sein Eingang, also sein Verhalten, immer überprüfen, wie die Absicht ist. Und deswegen, Al-Imam Ahmad, rahimahullah, wenn man ihn zu irgendwas eingeladen hat, komm, wir gehen dahin, komm, wir machen dies, jenes, dann sagte er, lasst mich erstmal die Absicht fassen. Was soll das bedeuten? Also lasst mich erstmal überlegen, welche Absichten kann ich alles haben? Wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, welche Absichten kannst du haben? Ja? Also um ein besseres Vorbild zu sein, dadurch, dass du zum Beispiel Kleidung kaufst, dass sie sagen, ein Muslim ist sauber, ja, zum Beispiel ist schön, ist also anständig gekleidet. Ja? Lebensmittel kaufen, damit mein Körper gestärkt wird. Ja? Damit man sich stärkt zu beten. Ja? Bitte? Genau, dass man sich reinigt, wenn man zum Beispiel Shampoos und so weiter, damit man ein reiner Mensch ist, ja, ein sauberer Mensch ist. Gibt es noch? Ja? Barakallahu fik. Ich gehe einkaufen, damit ich meine Familie ernähre. Weiter? So, je nachdem, wie viele Absichten du hast, bekommst du auch den Lohn. Das heißt, derjenige, der einkaufen geht und hat 5 Absichten, die kaufen jetzt beides Gleiche ein. Nur, der eine hat 5 Absichten, der andere hat nur 2. Dann bekommt derjenige mit 5 Absichten mehr Lohn als derjenige mit 2. Wer gar keine Absicht hat, ich gehe einfach einkaufen und das war's, der bekommt gar nichts. Und das gilt für alle weltlichen Sachen. Das heißt, wie einige Ulama gesagt haben, Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, ist wie eine Maschine. Stellt euch vor, ihr habt eine Maschine, ihr legt da Papier rein und am Ende kommt Geld oder Gold raus. Ja? Das heißt, Wertloses wird umgewandelt in Wertvollem. Das ist Ikhlas. Wenn du einkaufen gehst, bekommst du ja normalerweise keinen Lohn. Aber mit deiner Absicht bekommst du Lohn. Und deswegen auch bei der Arbeit oder beim Studieren, es gibt einen Hadith, der ist nicht authentisch. Ja, der ist verbreitet. Arbeiten ist eine Anbetung, Al-Amal Ibadah. Das ist kein Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber Arbeiten kann belohnt werden, ja. Arbeiten, studieren, Ausbildung machen, spazieren, ausruhen, Urlaub.
diese weltlichen Sachen können belohnt werden, wenn du eine Absicht hast. Du gehst joggen, damit es dir psychisch besser geht. Du machst einen Spaziergang im Wald, damit du Ruhe hast, damit du danach wieder besser arbeiten kannst oder damit du mit der Familie was unternehmen kannst und so weiter. Du machst es also, ja Rabbi, diese weltliche Sache mache ich für dich, ja Rabbi, damit ich anderes besser mache. Dann bekommst du dafür den Lohn. Also das bedeutet Mudkhala Sidq und Mukhraja Sidq. Also dass du eine Sache wahrhaftig beginnst und natürlich auch fortsetzt und wahrhaftig beendest. Und hier ist ein wichtiger Punkt, der auch mit Ikhlas zu tun hat. Und zwar, das nennt man in der Religion Istishab, also Begleitung, dass deine Absicht dich begleitet bis zum Schluss. Weil es kann ja sein, der ein oder andere will etwas Gutes tun, aber dann kommt der Shaitan, während du begonnen hast, und sagt dir, ah, hättest du das Geld doch lieber gespart. Der will dir deine Absicht vermasseln. Du hast angefangen, ja? Du hast gesagt, okay, hört mal zu, ich lade euch heute ein zum Essen. So, jetzt hast du ja angefangen, Bismillah. Und jetzt währenddessen sagt er, oh, aber ich muss doch, morgen musst du doch noch die Rechnung bezahlen. Oh, hätte ich doch nicht. Der will dir was, begonnen hast du, das kann er jetzt nicht rückgängig machen, ja? Aber zumindest will er, dass du nicht den Lohn bekommst, also will er deine Niyyah beschädigen, dass du dann sagst, hätte ich es doch nicht getan. Ja, gute Nacht. Die Niyyah muss bis zum Schluss bleiben. Wenn, sobald du eine gute Tat nicht mehr beabsichtigst, ist sie ungültig. Stell dir mal vor, jemand fängt an zu beten, Allah hat beabsichtigt, die Niyyah muss man ja nicht aussprechen. Er hat beabsichtigt, ich bete. So während dem Gebet sagt er, er muss es nicht sagen, aber er beabsichtigt es, und zwar als Entschluss, nicht ein Gedanke. Gedanke, dafür werden wir nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber Gedanken, das hatten wir schon öfters erwähnt, müssen wir verdrängen, damit es nicht zu diesem Entschluss kommt. Ja, hatte ich ja letztens erwähnt, wie ein Vogel, ja, flattert. Sobald du ihn packst, diesen Gedanken, dann kann es zu einem Entschluss werden. Das ist gefährlich. Deswegen, sobald dieser Gedanke flattert, verdrängen mit was? Indem du an etwas anderes denkst. Auf jeden Fall, wenn du jetzt aber den Entschluss fasst, ich höre jetzt auf zu beten, bist du raus aus dem Gebet. Auch wenn du nicht Salam alaikum Allah gesagt hast. Auch wenn du dich weiter verbeugst und nicht, bist raus aus dem Gebet. Warum? Du hast dich entschlossen, du hast die Absicht gefasst, ich höre jetzt auf. Das ist genauso wie beim Fasten. Stell dir mal vor, du fängst an zu fasten und dann mitten am Tag, nein, ich faste nicht mehr. Ein als Entschluss, nicht als Gedanke, wie wäre es, wenn ich jetzt doch nicht faste. Nee, nee, als Entschluss, ich faste nicht mehr. Auch wenn du nichts gegessen hast oder getrunken hast, dein Fasten ist vorbei. Ist ungültig, der Tag ist vorbei. Das heißt, du musst die Absicht immer beibehalten bis zum Schluss und nicht während der Tat abbrechen. Und deswegen erwähnt Allah Eingang und Ausgang, also vom Eintritt bis zum Austritt aus dieser Tat sollst du wahrhaftig bleiben, für Allah dies machen. Ein weiteres Beispiel ist, oder ein anderes Thema ist, vielleicht kann es sein, dass du falsch eingetreten bist in eine Sache, dann verbessere deine Absicht, dass du zumindest richtig austrittst. Wenn es natürlich gültig ist, das kannst du beim Gebet nicht machen. Du kannst nicht falsch eintreten, ja? Du hast gar nicht die Absicht zu beten, du machst einfach Bewegungen und währenddessen sagst du, weißt du was, jetzt bete ich und mach's weiter, so geht das nicht. Sondern wenn du falsch eingetreten bist, musst du nun richtig beginnen beim Gebet. Also nochmal von vorne, die Absicht und so weiter. Das Gleiche gilt für das Pflichtfasten. Aber das freiwillige Fasten, das kannst du während dem Tage beginnen. Ja? Aber was man ändern kann, wenn man falsch angefangen hat, ist die Sache mit Ikhlas bei einigen Sachen. Einige Gelehrte sagen, wir haben begonnen, das Wissen uns anzueignen, nicht für Allah. Also am Anfang wollten wir einfach einen Abschluss haben. Ja, wer Richter werden wollte, eben hat studiert oder wer
Sekretär irgendwo früher, du wolltest wie so ein Notar oder sowas, ja, oder jemand, der eben schreibt. Und deswegen hat man gelernt. Einige Gelehrte haben gesagt, wir hatten nicht diese Absicht nur für Allah und so weiter und so fort, aber danach hat Allah uns geleitet zur richtigen Absicht. Das heißt, das kannst du ändern, dass zumindest der Ausgang dann ein Ausgang der Wahrhaftigkeit sein wird. Der nächste Ausdruck war Lisan, Lisanu al-Sidq. Allah sagt, وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ. Und wir haben ihnen von uns Gnade gegeben und haben ihnen eine einen wahrhaftigen Ruf gegeben, eine wahrhaftige Rede. Und zwar, das bedeutet also einen guten Ruf. Lisanu al-Sidq bedeutet, dass man über dich gut redet. Jetzt, Ibrahim a.s. hat diesen Dua gemacht. Er hat gesagt, ja Rabbi, gib mir einen guten Ruf in meiner Nachkommenschaft, also in den nächsten Generationen. Wie können wir das vereinbaren mit Ikhlas? Ikhlas ist, du machst es nur für Allah, oder nicht? So, wenn jetzt aber Ibrahim sagt, ja Rabbi, ich möchte einen guten Ruf. Was heißt einen guten Ruf? Das heißt, die Leute, wenn sie sich an mich erinnern, sollen sie sagen, der war gut. Was heißt einen guten Ruf? Also, dass die Leute gut über dich denken. Ja? Dass die Taten aufgeschickt sind und der gute Ruf ist zusätzlich. Dass die Taten aufrichtig sind und der gute Ruf ist dann zusätzlich. Aber wie kann ich denn, auch wenn es zusätzlich ist, wie kann ich denn verlangen, ja Rabbi, die Leute, die Menschen sollen gut über mich denken. Auch wenn ich es für Allah mache. Für Ikhlas heißt doch, ich mache es nur für Allah. Ich habe kein anderes Verlangen. Ja? Und dass die Leute dann automatisch was? Wenn du deine Taten, also wenn deine Absicht frei ist, ja, dann, wenn du es studierst, dann wird es auch in der Zukunft sozusagen aufrichtig tragen. Also wenn man etwas aufrichtig macht, dass es also Früchte trägt, auch in der Zukunft, sehr gut, genau. Ja? Dass die Leute wissen, dass die Propheten sallallahu alaihi wasallam gute waren, ja, genau. Also die Vorbildfunktion, genau, barakallahu fi. Also er möchte einen guten Ruf, nicht, dass die Leute gut über ihn reden, sondern, ja Rabbi, mach mich so gut, dass ich als Vorbild tauge für die nächsten Generationen. Es geht ihm also nicht darum, Lob zu ernten von den Menschen, sondern es geht darum, ja Rabbi, hilf mir, ein guter Mensch zu werden, dass die nächsten Generationen von mir lernen. Aber wenn ich ein schlechter Mensch bin, dann werden sie nicht von mir lernen. Ja, das heißt, einen guten Ruf zu haben, ist mit dem Ikhlas vereinbar, wenn du nicht das Lob meinst, von den Menschen zu bekommen, sondern du meinst, ja Rabbi, lass mich, erziehe mich, sodass die Menschen von mir lernen. Es geht nicht um, dass die Menschen mich loben, sondern sie sollen von mir lernen. Weil wenn jemand einen schlechten Ruf hat, wenn du weißt, der Arzt hier, der hat einen schlechten Ruf, gehst du zu ihm hin? Gehst nicht zu ihm hin. Wenn er aber einen guten Ruf hat, dann gehst du zu ihm hin. Das bedeutet, er möchte damit einfach nur sagen, ja Rabbi, lass mich ein Vorbild sein für die nächsten Generationen. Das geht aber nur, wenn ich einen guten Ruf habe. Wenn ich einen schlechten Ruf habe, ich bin bekannt dafür, dass ich lüge, betrüge, dann werde ich ja kein Vorbild sein. Qadamu Sidqi wurde unterschiedlich gedeutet, sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah. Was hatte ich gesagt? Qadamu Sidq, eine Haltung der
Wahrhaftigkeit, oder nicht? Also, einige sagten, damit ist das Paradies gemeint. Andere sagten, das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat die aufrichtige Haltung. Andere sagen, das sagen viele, es sind gute Taten. Qadamus Sidq, also die guten Taten. Warum? Also, was du vorbereitet hast, oder wie nennt man das? Ma qaddamta, tuqaddimu shay, vorausgeschickt. Nee, wenn ich dir etwas gebe, wie nennt man das nochmal? Ich gebe dir jetzt, ana qaddamtu laka al-ma. Bitte? Nicht schenken, nein. Vorbereiten? Nein, nein. Guck mal, wenn jetzt du bist Gast bei jemandem und du gibst ihm Wasser zum Beispiel, oder du hast ihm, anta qaddamta lahu, aushändigen, nee, ist immer noch, bitte? Überreichen ist schon eher, genau. Genau, überreichen. Ja? Vorgelegt, ja. Wisst ihr, was ich meine jetzt? Ja? Also, du gibst etwas. Und das nennt man Qaddama. Ja? Und das heißt natürlich auch vorlegen oder also die anderen Übersetzungen, die ihr erwähnt habt. So, Qadamus Sidq, also du legst vor, überreichst, bietest an das Gute, das Wahrhaftige, also was? Deine guten Taten. Das heißt, du gibst deine guten Taten, also du machst die guten Taten, sodass du belohnt wirst von Allah subhanahu wa ta'ala. Du überreichst eben diese guten Taten, damit du belohnt wirst von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die fünfte Form war Maq'adu Sidq, die Stätte der Wahrhaftigkeit, und das ist das Paradies. Möge Allah uns allen das Paradies geben. Dann erwähnte Ibn al-Qayyim einige Definitionen, und zwar sagte Abdul Wahid ibn Zayd, sagte, As-Sidqu al-Wafa'u lillahi bil-Amal. Wahrhaftigkeit bedeutet, al-Wafa, was ist al-Wafa? Wenn du etwas einhältst, ein Versprechen, wie nennt man das noch? Oder bei der Arbeit, man sagt dir, du sollst das und das machen und dann machst du das auch. Also hast du, ja? Du hast einen Befehl bekommen, aber was hast du gemacht? Du hast dich daran gehalten, ja? Ja, müssen wir noch ein bisschen suchen. Du hast dich gehalten an die Vereinbarung. Was heißt das? Befolgen. Befolgen, okay, genau. Also, du hast eben die Taten, die von Allah subhanahu wa ta'ala verlangt wurden, auch eingehalten. Das ist As-Sidq. Also, wie ein Versprechen einhalten, eine Abmachung einhalten. Andere sagten, As-Sidqu ist, dass die Rede dem Inneren entspricht. Das, was du sagst, entspricht dem, was im Inneren ist. Also, Gegenteil von Heuchelei. Heuchelei, du sagst was, aber meinst es nicht. Das ist As-Sidq, dass die Rede dem Inneren, also das, was du empfindest und fühlst im Herzen, entspricht. Andere sagten, As-Sidqu ist, dass das Verborgene und Offensichtliche identisch ist. So wie du vor den Leuten bist, bist du auch, wenn du alleine bist. Wenn du alleine betest oder mit den Menschen betest, betest du identisch. Oder sogar besser, wenn du alleine bist. Was aber nicht sein soll, du betest nur gut, wenn du vor den Leuten bist. Das heißt nicht, du sollst nicht alleine beten. Sondern das bedeutet, verbessere deine Anbetungen, also Ibadah, deine Gottesdienste, wenn du alleine bist. Das heißt, wenn du nur oder hauptsächlich in Gegenwart der anderen tust, also Gutes tust, das ist nicht so gut. Du sollst das nicht unterlassen. Shaitan kommt, Achtung. Shaitan kommt zu dir und sagt, du Heuchler, du, ja. Du machst das alles nur vor den Leuten. Lass es doch lieber sein. Willst du immer so als Munafiq leben und so weiter? Das ist eine List. Er will, dass du das unterlässt. Im Islam gilt immer die Regel. Wenn du Gutes tust, aber da sind ein paar Fehler, die Lösung ist nicht, es zu unterlassen, sondern die Fehler zu beseitigen. Versuche es besser zu machen.
Nicht, dass du es unterlässt. Also die, in diese Falle darfst du nicht tappen, sondern verbessere es, damit du auch vor den Leuten oder beziehungsweise wenn du alleine bist, mehr tust. Das wären dann also die fünf Formen der Wahrhaftigkeit, die Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beziehungsweise die Allah azza wa jalla erwähnt hat und die Ibn al-Qayyim rahimahullah erläutert hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns wahrhaftig sein lassen. Möge Allah unsere Herzen mit dem reinen Glauben füllen. Möge Allah, der die Herzen wendet und dreht, möge er unsere Herzen zur wahren Religion drehen und festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben. O Allah, tilge unsere Sünden und stelle uns nicht bloß. O Allah, vergebe uns, was wir getan haben, ob offenkundig oder im Verborgenen. Auch was wir vergessen haben an Sünden, verzeihe uns und wandle unsere Sünden um in guten Taten. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.